Servus, hier ist der Vortex und heute ist der Tag, an dem bekannt gegeben wurde, dass das nächste Call of Duty, Call of Duty 2015, Black Ops 3 sein wird. Und ja, ich freue mich richtig, denn die Black Ops Serie war eigentlich die beste Serie und dafür sprechen auch die Verkaufszahlen. Black Ops wurde und auch Black Ops 2 war das Game mit den meisten Verkäufen. Bis jetzt, und es war auch wirklich das, Black Ops 2 war wirklich das ausbalancierteste Call of Duty bis dato jetzt. Und ich freue mich drauf und ich springe auf den Hype Train und fahre mit ihm. So, nun wurde ja bekannt gegeben, das Bild, wo der Soldat vor dem 3, Black Ops 3 Logo sitzt. Und auch so ein kleiner Teaser wurde hochgeladen von Call of Duty und von einigen YouTubern auch. Von einigen YouTubern sogar vor Call of Duty, also die wussten das wahrscheinlich schon vorher. Nicht nur 10 Minuten oder so, sondern auch Tage davor und haben uns haben es geheim halten müssen, denke ich. Ja, was man so daraus erkennen kann, ich will jetzt keine genaue Analyse machen, ich will eigentlich nur meine Meinung dazu sagen. Erstens, mich freut es total. Ich finde Black Ops 2 war richtig gut. Ich kann euch auch gerne Gameplays davon noch erspielen. Viele spielen ja jetzt wieder Black Ops 2 und Black Ops 1. Gut, was wir bis jetzt wissen, ist, es ist in der Zukunft. Wie weit in der Zukunft, wissen wir nicht. Wir werden in eine schwarze Zukunft, in eine schreckliche Zukunft geworfen, wo die Technologie und wahrscheinlich auch der einige andere Bösewicht terroristische Akte geplant hat mit der ganzen Technologie. Es gibt eine neue Generation oder eine neue Technologiestufe und es gibt eine neue Generation von Soldaten, eine weiterentwickelte Soldatentechnologie wird in diesem Spiel auch wieder, so wie in Advanced Warfare, denke ich, wieder Fuß fassen und auf uns zukommen. Es ist das erste Next-Gen-Game für Treyarch, also sie haben bis jetzt noch kein Next-Gen-Game entworfen, das ist das erste und ich setze da eigentlich wieder viel drauf. Mir hat mit Sledgehammer Games und Advanced Warfare habe ich wirklich viel Spaß, ich spiele es wirklich gerne und spiele auch wirklich viel das Spiel und es macht mir wirklich Spaß, viele beschweren sich ja schon und ich habe auch ein paar Knackpunkte schon, was mir am Anfang wirklich gefallen hat und was mir nicht mehr gefallen hat. Aber kommen wir auf die Details zum Rest von dem, was wir jetzt bis jetzt wissen. Es ist einmal, es gibt eine Kampagne, einen Multiplayer und es gibt einen Zombie-Modus. Das ist für Treyarch eigentlich der Ausschlag wahrscheinlich war, dass es eine Black Ops Fortsetzung gibt oder allgemein die Verkaufszahlen haben dafür gesorgt, dass es eine Black Ops Fortsetzung gibt. Dann, es gibt noch das Bild mit dem Soldaten im Vordergrund, der hat so ein Exosuit an, könnte man sagen, also er hat wirklich futuristische Panzerung an, ob das wieder so mit Exos sein wird, viele wollen es ja nicht, einige sagen es ist cool, andere finden, ich bin der Meinung, es hat das Spiel schneller gemacht. Ich bin eigentlich so einer, der schnelles Spiel oder schnelles Gameplay sehr gerne mag und es zerstört zwar ein bisschen auch das die Basis des Skills, weil man viel Randomness, also viel zufällige Teile da mit reinbringt, aber immer noch, es ist einfach immer noch, wer damit umgehen kann, hat einen Vorteil, ganz einfach. Es ist ja auch immer noch das mit Skill verbunden. Also finde ich, das neue Movement sollte beibehalten werden. Ich finde es cool. Ich mag es. Und hier seht ihr auch die erste DNA-Bombe. Leider auch die einzige. Ich sterbe vor der Double 5 davor und einmal 20 auf einer 20er Streak oder einmal gegen die Zeit aus irgendwas zurück. Immer so dumme Sachen. Aber eine ist auf jeden Fall dabei. Zum Klassensystem. Ich würde das Klassensystem, wenn sie noch irgendwas verbessern könnten, wäre es cool. Aber ich würde mir so ein, wo man es selbst auswählen kann, ich mag das brutal.
nicht so wie die alten Call of Duty's und ja, das Klassensystem sollte beibehalten werden. Dann, es sollte keine Extras geben in Pro-Version, denn die zu erspielen dauert immer relativ lange und dann ist es wie in Advanced Warfare, bis ich meine Aufsätze und meine ganzen Sachen, wenn ich sie, jetzt habe ich sie ja inzwischen permanent frei, aber am Anfang hatte ich sie kaum, da ist schon wieder das nächste Prestige gekommen. Sollte halt ein bisschen schneller das Ganze freizuschalten sein, finde ich. Oder wenn es so etwas gibt, sollte es ein bisschen schneller gehen. Nicht immer nur darauf hinarbeiten müssen und dann ist es gleich wieder weg. Dann Killstreaks, ganz wichtig, bitte macht gute Killstreaks, sodass man in Public wieder richtig reinholzen kann. Wie toll, oder keine Ahnung. Und macht eine Killstreaks wie den Orbital Reset, also nur die Pfeilchen, nicht so etwas wie ihr hier gerade seht, also das ist wirklich ein bisschen OP. Von mir aus auch so etwas, aber macht mir so eine Killstreak, wo ich die Gegner, Entschuldigung, schön auf dem Radar sehen kann und einfach eine gute Drohne oder eine gute Reset Killstreak. Das ist eigentlich das, was Public wirklich oder was den Multiplayer wirklich angenehm macht. Gute Killstreaks oder gute Score-Streaks sollten wirklich drin sein, nicht so wie in Advanced Warfare, wo du fast deine ganzen Kills mit der Waffe machen musst, weil dir der Paladin Scheißdreck bringt. Naja, dann, was für mich ganz wichtig ist, kein Skill-Based Matchmaking. Wer Skill-Based Matchmaking haben will, der soll Rangliste oder League Play spielen. Aber mach bitte nicht das Skill-Based Matchmaking wie in Advanced Warfare. Bitte nicht. Mach das so wie in Black Ops 2. Black Ops 2 war super. Da waren teilweise Spiele dabei, da habe ich harte Gegner gehabt. Dann waren wieder mittelmäßige Gegner. Dann waren wieder leichtere Gegner. Einfach solch eine Mischung sollte es wieder haben und das war perfekt, aber in der Advanced Warfare, das ist einfach zu krass für mich. Da muss ich mich immer nur anstrengen. Ich will doch eigentlich nur spielen und mit meinen Freunden spielen und damit Spaß haben. Das wäre ein super großer Knackpunkt für mich. Dann, wenn es Waffenvariationen gibt, oder wenn es Upgrade-Waffen gibt oder irgend solche Sachen, dann macht es bitte fair und macht es nicht aus Zufall. Denn es kann nicht sein, wenn ich beispielsweise, ich hätte bis heute nicht die Obsidian Steed, die unglaublich OP ist, nebenher gesagt. Ich hätte sie bis heute nicht, ich habe 15 Prestige lang fast keine Elite-Waffen bekommen. Was ich bekommen habe, ist immer derselbe verfickte Knieschoner. Immer derselbe Knieschoner. Es kann doch nicht sein, dass ich 15 Prestige spiele und keine anständige Waffe bekomme, während ein anderer rein aus Zufall bis Level 20 kommt und dann das eine Speakeasy bekommt oder so. Macht bitte eine Challenge draus oder so, wo man so und so viel Kills haben muss und dann ist es okay, wenn es jeder erspielen kann, aber rein durch Zufall ist nicht so nett. Dann, League Play sollte auf jeden Fall wieder dabei sein und auch eine DNA-Bombe sollte auch auf jeden Fall dabei sein, bei 30 Gunstreak oder 35 Gunstreak ist mir wurscht, aber wenn ich in Black Ops 2 eine 30er Gunstreak erreiche, also eine Nuklear, dann sollte mir das auch ein bisschen etwas bringen und nicht nur oben, so wie jetzt hier die 10 eben. Dann sollte da nicht nur die 10 stehen, sondern ich sollte auch so etwas wie eine DNA-Bombe dafür bekommen und auch so ein bisschen eine Belohnung dahinter sein, damit ich bekomme für die Nuklear in Black Ops 2 nicht einen Kill. Nicht einen Kill, nur die komische Medaille. Also, das ist wirklich ein bisschen lachhaft, finde ich. Und es sollte auch keine Moab und es sollte keine Nuke sein, denn das Spiel sollte weiterhin laufen, wenn ich die DNA habe. Oder so wie eben, es sollte genauso wie eine DNA sein. Die Map sollte nicht so verschissen sein wie bei einer Moab und das Spiel sollte auch nicht beendet sein. Ganz einfach. Und so.
das war's jetzt eigentlich von mir. Das waren meine Wünsche oder meine Sachen, die ich eigentlich sehen will oder die verbessert werden sollten für mich. Und das Gameplay ist jetzt eigentlich auch gleich zu Ende. Jetzt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, wie immer. Abonniert mich vielleicht sogar. Ich kann euch gerne auch Black Ops 2 Gameplay noch ein paar reinhauen. Ich kann euch ein paar spielen. Schreibt in die Kommentare, was ihr sehen wollt, und ich gehe darauf ein. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao, euer Fortex.